So, ein herzliches Willkommen zu LS22 hier beim Projekt Farmers Tagebuch. Ja, es geht wieder weiter. Ja, mit dem Precision Farming, mit dem neuen, müssen wir jetzt kalken, kalken, kalken. Malte, servus, bist auch mal wieder da. Guten Tag. Ja, und wie geht's euch? Was war das mit dem Urlaub? Was hast du gemeint gehabt? Du bist ja mal 4 Wochen weg. Okay. Ja, wie geht's denn eigentlich am Flo? Also mir hat er schon auch geschrieben, es geht ihm besser. Und er freut sich schon wieder, wenn wir zusammenspielen. Beziehungsweise zusammenarbeiten. Ja, da wird es ja demnächst, gell? Bei mir am Feld, pass auf, dass ich dich nicht anlüge. Feld, 53. Da steht noch von euch, das Förderband. Der Traktor da hinten am Kalkbrecher ist eh von euch. Halt, komm mal mit. Muss mal schnell zwei neue Sachen zeigen. Zwei neue Sachen gibt's zu sehen. Also, hier mein neuen Fast Track. Hast du ihn schon gesehen? Setz dich mal rein, mach mal die Lichter an, zieh dir das Ding mal an, ey. Hört sich nicht schlecht an, ne? Die Zuschauerscheinwerfer oben sind saugeil, die Leiste gefällt mir. Nee, das hat keine Lichter. Das Gewicht hier vorne, das ist ja das für Precision Farming. Das Isaria. Das ist ja das Gerät, wo du zum Überprüfen brauchst. Die müsst ihr euch auch zulegen, damit ihr dann beim Feld offiziell wisst, was braucht das Feld und was braucht es nicht. Also die zwei Flügel hier vorne dann, die fahren dann aus. Das sind die Sensoren, weißt? Und die messen dann den Zustand vom Feld. Deswegen habe ich das an ein paar Fahrzeugen dran. Siehst du ja, hier vorne beim Tausender habe ich es dran. Tausender müsste das da sein. Ja, der 1050er. Da habe ich es dran. Beim IM habe ich es dran, wo es da drin war. Beim Fast Track und beim 942er habe ich es auch dran. Und da ist noch ein neues Fahrzeug, was ich noch da habe. Aha, der hört sich auch nicht schlecht an. Der hört sich ein bisschen kerniger an, ein bisschen bulliger. Mir gefallen die Frontblitzer. Guck dir das mal an von draußen. Wenn du quasi die Rundumleuchte anmachst, oben, hast die Frontblitzer vorne. Die Warnblitzer. Deswegen habe ich den auch geholt, weil wenn er mal Schwertransport ist, weiß ich so, wie es ist. Ja, Malte, andere Sache, wie wollen wir es denn machen mit dem Kalken? Soll ich dir dazu helfen oben schnell? Oder? Ja, können wir machen, dann hänge ich gleich an. Pass auf, da brauche ich aber gerade einen kleineren. Ne, Moment einmal, ich brauche da ein Ding mit Sensor. Da brauche ich einen 942er. Wen? Wen habe ich neu? Wissen. Ja, das ist ein alter 900er Baujahr 96. Das ist das, wo ich den Sound letztens euch einmal vorgespielt habe. Weißt du es noch? Das ist aber hier in der hat den Ding ist nicht drin, den Turbo. Was? Der Sound? Nee, passt nicht zu dem Trecker, ich weiß. Aber du hast ja letztens mal gehört, wo ich dann den Sound einmal vorgespielt habe. Übers Handy. Da muss man mal in YouTube nachschauen. Ein 900er Fendt Fario 1996 umeinander. Baujahr 96. Von
Möglich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, ich häng. Warte, das ist der verkehrte. Ich wollte den Traktor rein. Ich hänge mal an. Jetzt bin ich schon wieder im Auto drin. Warum gehe ich jetzt mal ins Auto? Ich will ja nicht ins Auto, ich will in den Traktor rein. Wieder. Was ist denn jetzt? Genau, dann mach's gleich mal mit Kalk voll. Das müsste im Lager. Schlägt's aber 13, jetzt bin ich schon wieder da drin. Ich komme in meinen Wagen nicht rein! Eigentlich in meinem Dings nicht rein. Warte, ich fahr selber. Weißt du. Ich fahr mal den ein bisschen vor da. Ein bisschen rüber. Wow. Wahnsinn, oder? Hä? Komme ich in meine eigenen Fahrzeuge nicht rein? Oder passt der Schlüssel nicht? Doch, jetzt passt er. So, dann komme ich gleich mal mit Kalkstreuer. Andere Frage, willst du nicht erst Förderband heimfahren? Nicht, dass wir das vergessen. Das. Der, wo vorne steht, bei dir. Da vorne. Ja, genau. Der gehört euch. Doch. Sicher? Mir gehört er nicht. LHL. Landhof Letzers. Ja, hergefahren nicht. Den hat der Flo noch besorgt zum Steine aufsammeln. Beziehungsweise, dass das Förderband da die Steine reinmacht. Den habe ich hierher gefahren, weil da die Steine drin waren. Ach, vorne steht noch das Förderband. Ich fange schon mal bei euch zum Kalken an. Dass wir das einmal weiterkriegen, damit du das Feld bearbeiten kannst. Das haben wir vergessen natürlich, ist klar. Jetzt piepst es auch wieder, gerade hat es nicht gepiepst, das Ding. So, dann legen wir los. Oh, was ist jetzt los? Also. Nö. Passt noch alles. Ja, hilft nicht, gell? Wenn's rumspinnt, spinnt's rum. So, was ich aber hier sehe, vom Bedarfsding her, der Flo hatte erst gekalkt, das braucht gar nicht viel.
Geht nichts? Doch, jetzt geht's. Und geht jetzt. So, dann hoffen wir mal, dass wir das schnell drüber bekommen da. Bei mir geht definitiv mehr Kalk drauf. Warte mal, ich mach die mir mal gleich mal stark klar, dass er den dann gerade anhängen braucht. Das können wir tun. Malte, bei mir ist aber mehr Volumen vorhanden, beziehungsweise Auswurfbreite. Ja, wie gesagt, das Auswurfbreite ist bei mir besser. Ich bin ja schon dran. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Nein, ich habe nicht den Zweiachse, ich habe von Kuhn Axis. Oh, da kommen wir nicht mehr weit. Oh, oh, oh.
Naja, 17.000 Liter dürften vielleicht für ein Floß ein Feld komplett reichen. Malte. Ich habe da den Bergmann Überlader unten bereitgestellt. Kannst dann holen. Malte, das wenn der Chef wieder gesehen hätte, wenn er da wäre. Ich weiß nicht, hat der auch sowas wie Dings, wie Twitch? Ein Vorteil ist, dass der Flo schon vorbehandelt hat mit Kalk vor der letzten Ernte. Jetzt brauchen wir nicht so viel. Malte, was gibt's? Warum, was hast du für dich angestellt? Naja, für das hast du ein Konto von der Stadt. Bleib mal hier in dem Bereich, weil da werden wir es dann gleich auffüllen. Kannst schon mal aufmachen, dass man gerade hinfahren braucht.
Ja, ich brauche dann eh schon wieder Kohle. Warte, durch das neue Update musst du jetzt auch gucken, glaube ich, was du anbaust, gell? Ja, ich denke schon, schau mal oben nach in der Liste. Kann mich aber auch täuschen, dass es nur in kälteren Regionen ist, beziehungsweise in Amerika, da ist es nicht so kalt. Warte mal schnell, das ist wichtig, du musst immer schnell schreiben. Ah, scheiße. Ja, und scheiß da, weil die anderen in Urlaub haben, kannst du um den Krampf auch noch kümmern da. So.
Malte, kannst du mal schon langsam hier vorne hinfahren, bitte? Das ist drei Ladungen. Ja. Pass auf die Zorn auf! Magst du? Alec, drückst du den gleich hinten runter? Warte, schau mal her! Hey, warte mal! Hey! Stopp, stopp, stopp! Warte, schau mal her! Schau, das sind ja die Sensoren, die messen dann die Beschaffenheit vom Feld. Vorne. Siehst dann grün. Grün ist immer gut. Jetzt wenn du quasi ein Stück zurückfährst, warte mal, ich zeig jetzt mal, lass mich mal schnell fahren, ob das da hinten schon grün ist. Lass mich mal schnell gucken, bitte. Ich muss mich selber noch ein bisschen befassen damit. Wir haben zwar erst neu. Also, der rote Strich, genau. Ja, aber die Feld-App sagt was anderes. Schau mal. Wenn du den Bodentester hinhältst, sagt er, hier hinten ist in Ordnung. Ab da, wo ich stehe. Sehr gut. 6250 von 6500. Immer den Bodentester. Nee, eigentlich kann es beiden glauben. Die machen das so genau. Ja, aber Leute, ich sehe, wir sind an der ersten Folge schon angekommen. Wir sind schon ein kleines bisschen im Verzug, eine Minute, aber es macht nichts. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, wir kalken hier noch fleißig weiter. Schaut auch in der nächsten Folge wieder vorbei, wenn es heißt Farmers Tagebuch. Aber in YouTube war es dann erstmal für heute. Bis demnächst dann. Tschüss und ciao.